Yo, was geht ab, liebe Leute? Ich habe jetzt mein Zeug gepackt. Das habe ich im letzten Video extra nicht gesagt, weil ich meine Kollegen in Deutschland überraschen will. Die haben mich jetzt auch schon knapp 8 Monate nicht gesehen. Und das wird eine richtig schöne Überraschung, weil es war bis jetzt nur eine Freundin, die mich abholt. Und dann seht ihr das jetzt. Ich bin in Deutschland. Das ist die Dahlia. Hallo. Die hat mich jetzt abgeholt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen gammeln und dann überraschen wir den Alex. Der hat meine Wohnung übernommen und ich habe gesagt, ich habe was auf meine Wohnung bestellt, beziehungsweise zu ihrer Mama. Und ich hocke dann im Kofferraum. Er macht dann den Kofferraum auf und ich überrasche ihn dann da drin mit der Kamera. Das wird witzig. Hallo. Nein! Sehr gut! Ich bin gerade mal durchgeregt! So, ich sitze jetzt im Kofferraum. Sie fährt jetzt los und dann wird er überrascht. Es geht bei dir! Alter Mann! Was geht was? Der Wichser ruft ihn auch noch an. Wir verarschen jetzt Carsten. Raus aus meinem Zimmer! Was geht ab, liebe Leute? Das ist der Carsten. Willst du dich vorstellen? Nee. Na, alles klar. Ich werde jetzt die nächste Zeit beim Carsten wohnen, weil ich will den Bühler nicht aus meiner Wohnung rausschmeißen. Deswegen ziehe ich hier in dieses Zimmer rein und es sieht noch ein bisschen dreckig aus und deswegen alles rausschmeißen und mein Zeug kommt da rein. Yeah! So, das erste Mal Autofahren mit Gangschaltung mal wieder nach 8 Monaten. Tut mir leid, wenn ich das Auto jetzt zerstöre. Mein schönes Auto. Ja, das fahre ich jetzt irgendwo gegen die Wand. Wir also sterben. Wenn jetzt das Video nicht online kommt, sind wir tot. Tschüss. Wahrscheinlich. So, ich kann auch Auto fahren. Heute ist auch richtig geiles Wetter, wie man sieht, wie man vielleicht auch nicht sieht. Ja, doch, ist geiles Wetter. Meine Kamera hat es verrissen. Richtig kacke. Hier ist mein Müll, also das muss ich auch noch alles einpacken. Die Kamera hat es verrissen, ich sehe mich selbst nicht mehr, ich sehe nicht, wie viel Akku ich habe, ich sehe nicht, wie lange ich noch filmen kann. Richtig scheiße, ich muss die Kamera, glaube ich, wieder zurückschicken und reparieren lassen. Und jetzt gehe ich einkaufen, das filme ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen, weil heute um 18 Uhr muss das Video online sein und dann seht ihr das jetzt. Da die Kamera gerade eben nicht aufgenommen hat, habe ich sie jetzt auseinandergebaut und geschaut, ob was drin ist. Aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Bildschirm geht immer noch nicht. Und ich hoffe, es nimmt jetzt auf, weil gerade eben hat es ja nicht aufgenommen. Mein ganzes Gelaber ist weg. Ich habe nur ganz normal Haferflocken gekauft, da ich wieder mit Fitness anfange. Dazu natürlich Bananas. Das war mein Handy. Scheiße. Nudeln. Tomatensoße. Gewürze und so ein Scheiß. Und Tortellini, 400 Gramm haben 900 Kalorien und 20 Gramm Fett. Perfekt fürs Fitness, um Masse aufzubauen. Und natürlich vom Fitness schöne Energy Drink. Und jetzt geht's wieder los mit Fitness. Yeah! Heute trainiere ich, koche mir was und sonst wird noch geputzt und gezockt. Und sonst mache ich heute nichts mehr. Morgen muss ich auf jeden Fall zum Arbeitsamt gehen und zur AOK. Mich wieder anmelden, abmelden, überall und alles. Und dann muss ich mir einen Job suchen in Köln. Ja, das wird nicht so geil.
Ach ja, da ich jetzt wieder zu Hause bin, ich höre jetzt nicht mit YouTube auf. Ich mache auf jeden Fall weiter, weil es mir irgendwie Spaß macht. Das ist so ein Hobby geworden. Und ich habe wahrscheinlich ein Projekt am Laufen dann. Und ich weiß nicht, ob das auf meinem Channel kommt oder ob es auf einem anderen Channel kommt. Aber das wird ziemlich witzig. Also seid gespannt drauf. Mega gut. Fabian hat uns jetzt seine Gewichte überlassen, weil der fährt jetzt auch nach Kambodscha, Vietnam. Richtig geil. Überall Gewichte. Dana trainiert schon. Hier ein geiles THX, eine Klimmzugstange, richtig geil. Und ich habe verpasst, mein Video hochzuladen. Egal, kommt morgen, scheiß drauf. Und dann war's das für die Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Tschüss.